dem Jahre 2024 haben wir nun endlich wieder einen neuen Troop Droid Carrier zu sehen bekommen, wenn auch nur leider als Promo. Aber was wäre dieses Set, wenn wir nicht auf das alte mal einen Blick drauf werfen und das ganze Revue passieren lassen? Ja, und damit hallo und herzlich willkommen zu diesem Review. Vor euch hier seht ihr ein Set, welches ich sehr oft im Spieleinsatz hatte. Ich weiß noch ganz genau, dieses Set war das allererste Set, wo ich einen Jar Jar Binks bekommen habe und auch das allererste Set, in welchem ich einen Haufen Androiden bekommen habe. Wie es sich für dieses Set gehört, habe ich natürlich auch die gute Anleitung dabei. Hier noch mit dem Boxart, oben rechts Captain Rex, wunderschön. Auf der Rückseite haben wir den Jungen, der mit Finn rumschreien muss, und dann haben wir hier hinten drin, ganz klassisch für die damalige Zeit, die Set-Auflistung. Dort haben wir das Clone Trooper Battle Pack, habe ich das Deathwatch Battle Pack, habe ich dann diesen Flügler, habe ich nicht. Dieses Pack habe ich zweimal. Oh, hier der Starfighter von Mace Windu mit dem Tactical Droid. Wunderschönes Set, hätte ich super, super gerne. Dort das vernünftige Jedi Shuttle, dann noch so ein Bounty Hunter Schiff und diese Droidenkanone mit Phase 1 Captain Rex. Ich wollte dieses Set damals immer haben, nur leider wurde daraus nichts. Die eigentliche Vorderseite dieser Set-Auflistung birgt dieses wunderschöne Bild mit vielen damaligen Sets im animierten Stil. Ich wünsche mir solche Seiten in den heutigen Anleitungen wirklich stark zurück. Hier nochmal die Teilauflistung und die letzte Seite zeigt nochmal, wie wir in den 26 Bauschritten diesen gesamten Droiden-Carrier aufbauen. Unsere erste Minifigur in diesem Set ist hier dieser Gungan Warrior oder auch auf Deutsch Gungan Krieger. Ich persönlich finde ja, dass die Fraktion der Gungans in Lego Star Wars viel zu kurz kommt. Deswegen ist es schön, hier in diesem Set einen Gungan Warrior zu sehen. Das Einzige, was diesen Gungan Warrior übrigens von Jar Jar Binks hier abhebt, ist diese draufgeprintete Maske hier oben auf dem Kopf. Natürlich auch der Torso-Print und wenn man so will, auch die Bewaffnung. Er hatte nämlich auch dieses nette Energieschild dabei. Ich weiß noch ganz genau, wie ich damals eine von diesen Gungan Warrior-Figuren auf dem Flohmarkt zum Verkauf hatte, aber Gott sei Dank die keiner gekauft hat, deswegen habe ich von dieser Minifigur jetzt zwei Stück am Start. Und bei dieser netten Detailarbeit hier auf der Rückseite, selbst für die damalige Zeit, war das definitiv kein Fehler. Eine Figur, die ich definitiv nur einmal in der Sammlung brauche, ist hier Jar Jar Binks. Ganz klassisch, wie ihr kennt es aus dem Film, trägt er hier seine nette Weste. Und auch er verfügt wie der Gungan Warrior hier über dieses geupdatete Kopfteil mit den netten Details hier hinten auf den, ich weiß nicht so recht, was das sind. Ich glaube, das sind Ohren. Ich glaube, diesen Kopfmold, den kann man gar nicht mehr toppen. Und nur für die, die es interessiert, das ist kein Hartgummi, das ist richtiges ABS-Kunststoffplastik. Und da sich Jar Jar outfit-technisch überhaupt nicht verändert, ist das komplett in Ordnung, wenn ihr einen für die gesamte Sammlung habt. Als nächstes hätten wir hier den Pilot-Droid. Von diesen Jungs bekommen wir insgesamt zwei Stück bei diesem Set. Ich fasse es kaum, dass ich das sage, aber dieser Droide verfügt aktuell über einen veralteten Torsodruck. Denn in unserem neuen Battle-Droid-Carrier haben wir diesen Torsodruck hier mit diesem Punkt und den etwas höher gezogenen beigen Streifen. Wie man sehen kann, das fehlt hier. Meines Erachtens nach müssten wir von diesen Pilot-Droiden mittlerweile vier Ausführungen haben und das hier ist die dritte. Aber ihr werdet es sicherlich nochmal in einem Vergleich Video später sehen. Und hier nochmal zum Schluss, ihr kennt sie alle, ihr mögt sie alle, ihr habt sie alle, die normalen B1 Kampfdroiden. Von diesen Jungs bekommen wir in diesem Set ganze 8 Stück, ja. Das ist mehr als die 6 vom aktuellen Troop Carrier. Ich glaube, man kann schon ganz gut nachvollziehen, wenn ich sage, dass dieser Troop Carrier damals eine wirkliche Separatistenarmee für mich als Kind dargestellt hat. Das Einzige, was diesen Battle Droid von den aktuellen unterscheidet, ist, dass er hier noch den normalen schwarzen Blaster hat. Wenn wir uns diesen Droid Carrier mal genauer anschauen, bemerken wir gleich, dass der doch nicht so wirklich filmakkurat aussieht. Das liegt daran, weil dieser gesamte Unterbau hier, in Kombination mit dem, ich nenne es mal Cockpit, filmakkurat zwar ist, aber dieser gesamte Hinterteil hier, den wir übrigens abnehmen können, dieses etwas seltsame Doppeldecker-Design teilt. Wenn ich mich jetzt nicht täusche, wurde im Jahre 2015 eine geupdatete Version dieses Droid-Carriers rausgebracht, in welchem dieses gesamte hintere Design überarbeitet worden ist, wesentlich filmakkurater als das hier und auch wesentlich leichter zu bedienen. Denn wenn ich eines gehasst habe damals beim Spielen, dann war es immer diese doppelten Plattformen erstmal abzunehmen, zu platzieren und dann die Droiden einzeln wieder aufzuklappen und dann noch auszurüsten. Das war richtig nervig, das hast du nur ein, zwei Mal beim Spielen gemacht und dann war die Luft da raus gewesen. Nichtsdestotrotz finde ich das doch ein ziemlich cooles Play-Feature, dass man diese beiden Plattformen hat, nebeneinander stellen kann und theoretisch jetzt die Droiden allesamt aufgehen würden und ihre Waffen nehmen könnten. Leider ist das aber mit einer ziemlichen Fummeleiarbeit verbunden. Die Waffen hier sind übrigens mit diesen netten Jumper-Plates draufgesteckt worden und die Droiden sind sehr, sehr zusammengefaltet dann auf diesen zwei Noppen dort platziert worden. Ganz, ganz simple Bautechnik, keine große Kunst dahinter. Ich glaube, wir haben es alle verstanden. Ich glaube, wenn ihr euch schon einen Droid Carrier im Jahre 2024 kaufen wollt, tut es definitiv mit der aktuellen Promo-Version oder holt euch allerhöchstens die Version aus 2015. Denn selbst als Ausstellungsstück finde ich diese hintere, ich nenne es mal Kapsel, nicht so wirklich schick. Da gibt es doch Modelle, die wesentlich besser aussehen. Zumal man hier auch noch diese schönen blauen Technik-Pins durchscheinen sieht auf beiden Seiten. Das ist echt furchtbar. Also da bleibt diese Kapsel doch lieber drauf. Das Ganze funktioniert übrigens über dieses Schlittensystem und
da hinten seht ihr auch schon eine Stange. Dort kann dann dieses Clip-Teil ranklippen. Diese hält dann alles in Position und das kann dann nicht rausfallen. Weiter vorne befindet sich dann die Abgrenzung zu den beiden Pilotdroiden. Um ehrlich zu sein, habe ich die Position des hinteren nie so wirklich verstanden. Was macht der eigentlich auf diesem Ding? Leitet er den Abwurf der Droiden ab oder was macht er? Die Aufgabe des vorderen ist ja definitiv klar. Er hat hier diese zwei Hebel, womit er dann diesen Carrier steuern kann. Stell den Pilotdroiden mal hier rein, wenn er mich dann lässt. Es ist doch immer jedes Mal eine reinste Fummelarbeit. Gerade Droiden zu platzieren, also das ist ja echt furchtbar. So, jetzt steht er. Von vorne sieht das Ganze so aus. Der ist auf jeden Fall ziemlich gut geschützt. Nur der Kopf schon raus. Und nicht nur kann er von dort aus den Droid-Carrier nach links und rechts bewegen. Nein, er hat auch hier rechts einen Scheinwerfer, der nach oben und unten fahren kann. Und wenn man das theoretisch noch als Pre-Future betrachten möchte, kann er auch dieses kleine Schutzteil hier ein bisschen nach oben und unten bewegen. Von unten sieht dieser gesamte Carrier übrigens so aus. Er hat hier 6 Kufen an der Zahl. Und leider gehen diese Kufen auch sehr, sehr schnell ab. Man braucht da nur leicht gegenzukommen. Die sind nur mit einer Noppe dran gesichert. Ja, und an sich war es das jetzt mit dem Droid-Carrier. Für mich persönlich hat dieser Droid-Carrier auf jeden Fall sehr, sehr viel Nostalgie. Was die Vorlage zum Film angeht, muss ich sagen, ist es dann doch nicht ganz so gut gelungen. Gerade der hintere Teil und auch die blauen Technikpins da drin finde ich nicht schön. Aber der Rest des Droid-Carriers, das ist wirklich Qualität aus 2011. Und allein schon den Fakt, dass ihr 2 Gungans bei diesem Set als Counterpart bekommt, macht für mich dieses Set auf jeden Fall erwähnungswert. Und ich meine, ihr bekommt einen Haufen Droiden dabei. Also hey, da kann man eigentlich nicht viel falsch machen. Ein nettes Fahrzeug zum Transportieren, was will man mehr? Alles in allem würde ich deswegen diesem Set gute 8 von 10 Punkten geben. Was sagt ihr zu diesem Set? Lasst es mir in den Kommentaren wissen. Und im nächsten Video widmen wir uns dann diesem Droid Carrier, wo dann sehr viel noch gemeckert wird, aber da will ich mich jetzt erstmal nicht aufregen. Ich möchte dieses Video mit einer positiven Note beenden, deswegen wir hören uns beim nächsten Video, Freunde. Bis dahin. Ciao, ciao.